Ja, Kleeblatt-Fans, die Saison ist zu Ende. Das letzte Spiel am Sonntag ging leider 1:2 verloren, aber trotzdem die Saison mal wieder einstellig abgeschlossen mit dem 9. Platz. Die Mannschaft ist jetzt schon in der Sommerpause, aber natürlich gibt es zum Abschluss nochmal einen Kleeblatt-Call. Ich freue mich, dass sich unser Geschäftsführer Sport, Rashid Assousi, heute zugeschaltet hat. Und ja, wir blicken einfach mal zurück auf diese doch außergewöhnliche Saison. Rashid, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi. Hallo Daniela, gerne. Ja, lass uns gleich nochmal aufs letzte Spiel schauen. Wie hast du das erlebt? Ja, ich glaube, wir haben uns schon viel vorgenommen fürs letzte Spiel. Die Konstellation war ja so, dass es für den KSC natürlich um sehr, sehr viel ging. Aber für uns natürlich auch einmal klar die wirtschaftliche Seite mit der Fernsehtabelle, die wichtig für uns war, durch ein gutes Ergebnis nochmal zu erzielen, aber natürlich auch den eigenen Anspruch, den wir selber an uns haben und ich glaube auch, den die Saison auch mit sich gebracht hat. Ja, waren Motivation genug und leider hat es aber nicht geklappt zum Schluss. Ja, nach dem Spiel gegen Karlsruhe hat man auch immer so im Interview ein bisschen gehört. Marco Caligiuri hat zum Beispiel gesagt, dass so eine frühe Führung auch nicht immer gut tut, vielleicht, weil man sich dann vielleicht ein bisschen zu sicher fühlt. Denkst du auch, dass das vielleicht zutreffen kann, wenn man so an Dresden und Bochum denkt, auch? Ja, aber ich treffe schon gerne früh, weil dann haben wir schon mal ein Tor geschossen. Ne? Aber klar, es ist dann noch viel Zeit zu spielen und es kann sich natürlich auch im Verlauf des Spiels auch ein Spiel sich dann auch ja, drehen, wenden. Wobei man jetzt auch am Wochenende ehrlicherweise sagen muss, dass beide Tore, die wir bekommen haben, auch diskussionswürdig waren. Das erste Tor wird Kalli eigentlich runtergedrückt, kann man auch einen Freistoß geben. Und ich finde, dass der Elfmeter außerhalb war. Also der wird zwar geführt, aber außerhalb. Von daher finde ich, wäre das auch ein Freistoß gewesen. Aber ist halt so, wir müssen das jetzt akzeptieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Mannschaft eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und hat unseren Fans und uns auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, ganz allgemein könnt ihr durchaus zufrieden sein mit dem 9. Platz. Oder wenn man jetzt vor allem an die letzten beiden Jahre denkt, die ja dann doch immer eher der Blick nach unten war, jetzt. Ja, es sind zwei Sachen. Einmal würde ich sagen, ist es schon so, dass wir zufrieden sind mit dem 9. Platz, weil wir natürlich in den letzten Jahren ja einmal 13. und einmal 15. Also haben wir tabellarisch ja eh schon einen großen Sprung gemacht in den letzten beiden Jahren und es ist ja auch nicht selbstverständlich. Das möchte ich hier einfach nochmal betonen, dass es unter diesen Voraussetzungen, die wir haben, ja nicht so einfach ist, sich da auch tabellarisch weiterzuentwickeln, wenn man auch sieht, wer alles hinter uns ist. Aber klar, wenn man sich die Saison einfach mal anschaut und diesen Anspruch haben wir, glaube ich, wäre auch zwischen Platz 5 und 7 auch alles möglich gewesen und ich glaube auch verdientermaßen gewesen, weil die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir uns Chancen herausarbeiten, wie wir Spiele bestimmen, schon zu den wirklich guten Mannschaften der Liga gehört. Du hast gerade angesprochen, vielleicht ein paar Punkte zu wenig für die gezeigten Leistungen auch. Ist das dann auch so, was über deinem Saisonfazit stehen könnte? Ja, gar keine Frage. Also wir sind natürlich zufrieden und trotzdem müssen wir und werde ich auch immer natürlich schauen, wo es Punkte gibt, die wir verbessern können und müssen. Ja, und letztlich habe ich vor 3, 4 Wochen auch schon mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass wir uns dann auch immer wieder auch Kritik gefallen lassen müssen. Insofern, dass wir zwar schön spielen, oftmals das Spiel beherrschen, aber letztlich keinen Ertrag daraus ziehen. Und das ist auch ein Potenzial oder eine Qualität, die wir weiterentwickeln wollen und müssen. Über alledem muss man natürlich auch sagen, dass die Mannschaft schon den Charakter hat, auch an diesen Dingen zu arbeiten. Und wir müssen auch manchmal akzeptieren, dass diese Spieler, die aus unteren Ligen kommen oder noch sehr jung sind, dass sie auch diese Zeit und diese Geduld auch von uns mitbekommen, damit sie sich entwickeln können. 2017 bist du ja zurückgekommen zur Spielvereinigung. Wenn du die letzten Saisons jetzt mal so Revue passieren lässt, wie siehst du die Entwicklung jetzt vom Verein, aber auch von der Mannschaft? Ja, ich glaube, sehr, sehr positiv. Ich glaube, man merkt das auch außerhalb, dass die Menschen zufrieden sind, dass sie sehen, dass bei der Spielvereinigung sich wieder Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und da gehört natürlich jeder dazu, ob ihr eine Geschäftsstelle,
oder auch hier im sportlichen Bereich, im NLZ. Alle arbeiten wieder ein Stück weit in die Richtung, die letztlich die Spielvereinigung ausmacht. Nochmal, wir sind ein Verein mit wirtschaftlich echt beschränkten Möglichkeiten. In der zweiten Liga, würde ich sagen, sind vielleicht 2, 3 Mannschaften wie Regensburg und Augsburg, die ein bisschen weniger haben als wir. Der Rest ist eigentlich über uns, also entweder mit uns gleich oder über uns. Dafür wird schon sehr, sehr gute Arbeit abgeleistet. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit. Das muss halt über allem stehen. Auf der anderen Seite wollen wir uns trotzdem immer weiterentwickeln, auch wenn wir weniger Geld haben. Wollen wir einfach sportlich und auch in anderen Bereichen zeigen, dass wir nicht nur mithalten können, sondern vielleicht sogar auch, Dinge erreichen können, die nicht selbstverständlich sind. Und daran arbeiten wir und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das kriegt man auch, wie gesagt, auch außerhalb Frankens mit. Wir haben sehr, sehr viel Lob von den Menschen außerhalb bekommen für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir auftreten. Und das kann uns schon auch stolz machen bei der Spielvereinigung. Du hast gerade schon angesprochen mit den jungen Spielern. Für mich, also mir persönlich geht es manchmal so, dass man von Spielern denkt oder man hat größere Erwartungen, weil die gefühlt schon ewig dabei sind, aber dann guckt man auf den Zettel und dann sind die trotzdem erst Anfang 20. Ja, das ist es ja immer wieder, ne? Ich meine, dabei ertappe ich mich selber auch immer wieder, dass man Erwartungshaltungen hat und letztlich vielleicht dem auch gar nicht gerecht, dass sie jung sind, vielleicht auch gar nicht gerecht werden können. Ne? Das ist im Fußball eigentlich immer so. Die meisten Vereine haben Probleme, weil sie einfach ihrer Erwartungshaltung nicht gerecht werden können. Und so ist es mit dem einzelnen Spieler auch. Wir müssen ja letztlich ein Stück weit, oder wir sind ja auch davon überzeugt, dass wir diese Philosophie, diesen Weg mit diesen jungen Spielern einfach auch gehen wollen. Und natürlich müssen die Spieler sich auch mal Kritik gefallen lassen, wenn sie einfach gewisse Entwicklungsschritte nicht machen oder wenn sie auch mal schlechte Leistungen zeigen. Das gehört zu einem Profi letztlich auch dazu. Auf der anderen Seite müssen wir das immer wieder richtig einordnen und müssen auch wieder die Geduld haben und mir auch die Zuversicht, dass sie sich da entwickeln, weil das auch im Grunde genommen auch die einzige Möglichkeit für uns als Spielvereinigung ist, Spieler zu entwickeln, besser zu machen und wie gesagt mit denen sehr erfolgreich sein oder halt, falls nicht, dann letztlich Transfererlöse generieren. Der Entwicklung kommt jetzt bestimmt auch zugute, dass du jetzt so ein bisschen Konstanz reinbringen konntest mit den Vertragsverlängerungen von Julian Green, David Raum, Maxi Bauer, Marius Funk. Das hilft sicherlich auch dann einfach für die Stabilität, ne? Ja, Sascha Buschert hast du noch vergessen. Natürlich. Aber der ist schon gesetzt. Ja, nein, also das ist natürlich ein Weg, den wir hier gehen wollen, auch wenn er verdammt schwer ist. Ne? Also ist ja klar, wenn du erfolgreich Fußball spielst, wenn du junge, talentierte Spieler hast, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten, aber das ist ja auch genau das, was wir wollten. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, als ich zurückgekommen bin, hatten wir davon nicht mehr viele. Mittlerweile haben wir ja Spieler, 5, 6, 7 Spieler, die Interesse auch bei besseren Mannschaften oder zumindest wirtschaftlich stärkeren Mannschaften auch wecken. Und das ist ein Lob für unsere Arbeit insgesamt vom Trainerteam, wie gesagt vom Funktionsteam hier, die wirklich auch daran arbeiten, dass die Spieler nicht nur wohlfühlen, sondern dass sie auch gefordert werden und dass sie letztlich auch daran arbeiten, ihre Grenzen zu verschieben. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung und wir können schon wirklich auch stolz bei der Spielvereinigung sein, wie sich das jetzt wieder in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Jetzt ist leider im Fußball auch so, aber 4 Spieler, da wurden die Verträge nicht verlängert, aber auch in den letzten Jahren habt ihr da dann eben dahinter schon junge Spieler aufgebaut, die jetzt eben die Plätze einnehmen können, wie David Raum für Maxi Wittek. Bauer Jäckel in der Innenverteidigung, das war schon auch so ein Plan, ne? Und das zahlt sich jetzt dann aus? Ja klar, also das ist ja mein Job ist ja nicht nur immer diese kurz bis das mittelfristige, sprich immer nur die Saison sehen, sondern wirklich darüber hinaus und in dem Zusammenhang natürlich zu sehen, wo gibt es vielleicht auf einer Position Bedarf oder wo müssen wir Spieler vielleicht so langsam dahin entwickeln und das haben wir gemacht. Von daher braucht uns überhaupt nicht bange sein, auch jetzt auf der rechten Seite. Wir haben Marco Meierhöfer letztes Jahr geholt aus der Regionalliga. Der macht eine super Entwicklung. Der Junge hat ein großes Potenzial, auch für viel mehr, finde ich. Und so haben wir das gemacht, so machen wir das immer.
Und wir werden auch gute Lösungen wieder für die Zukunft finden, auch wenn wir wissen, dass natürlich durch diese Corona-Pandemie wirtschaftlich nochmal der Gürtel nochmal enger geschnallt werden muss und wir ja schon manchmal oder ich manchmal an Grenzen komme, was Vertragsverlängerung und so weiter angeht oder halt dann letztlich auch Neuzugänge zu holen mit fast keinem Geld ist halt echt schwierig. Du hast gerade schon die Corona-Situation angesprochen. Wenn man jetzt gerade ab 1.7. auf bisschen auf den Kaderzettel guckt, steht mit Marco Mayhöfer ein Rechtsverteidiger. Aber Transfers in der Phase sind wahrscheinlich schwierig. Es geht um mehr, nicht nur um schwierig, sondern wenn man die wirtschaftlichen Voraussetzungen sieht, die wir haben, müssen wir wieder kreativ denken, müssen vielleicht auch mal über Leihgeschäfte nachdenken, weil wir, und da geht es gar nicht darum, dass wir Ablöse bezahlen, das machen wir ja sowieso nie, sondern da geht es darum, dass man vielleicht Spieler subventioniert bekommt. Also sprich, dass ein Erstligist aus dem In- oder Ausland sagt, okay, wir haben so viele Spieler unter Vertrag und für uns ist wichtig, dass der bei euch den nächsten Schritt macht. Und dadurch dann vielleicht ja, Gehalt letztlich irgendwie zuschießt, weil wir uns einfach wenig leisten können. Ja? Und über solche Dinge müssen wir nachdenken. Und wir brauchen einfach Geduld, weil auch das ist normal. Der Markt wird, denke ich, relativ voll werden mit Spielern. Das bedeutet natürlich dann auch, dass die Auswahl eventuell noch groß werden wird. Mit Spielern, die ein gutes Niveau haben, aber das wird dann auch erst Richtung Transferende gehen und da dieses Richtung Oktober erst zu Ende gehen wird, so um den 5., 6., glaube ich, aktuell, dann brauchen wir da auch Geduld und müssen das auch machen, weil, wie gesagt, wir wirtschaftlich einfach da schon schauen müssen. In den Medien ist ja jetzt immer die Rede eher vom großen Geld und den Top-Clubs, aber eher selten so von den kleineren Vereinen oder auch die Verhältnisse, wie sie jetzt bei der Spielvereinigung vorherrschen und wie du es ja auch schon angesprochen hast. Jetzt hat der BVB gestern verkündet, er macht 45 Millionen Euro Verlust. Wie beurteilst du die ganze Lage aktuell? Ja, die ganze Lage habe ich ja auch im Interview, jetzt auch in der Zeitung gesagt. Ich glaube, dass es eine große Möglichkeit ist, beim nächsten Fernsehvertrag gewisse Dinge ein Stück weit zu regulieren. Und zwar so zu regulieren, und ich weiß auch, dass die großen Vereine natürlich mehr Geld kriegen und sie sollen das auch weiterhin bekommen. Sie haben ja auch große Champions League-Einnahmen, natürlich viel, viel größere Sponsoren, die sie letztlich irgendwo auch dann auch ja, gut bezahlen, um einen Wettbewerb irgendwann auch mal wieder haben zu können. Insgesamt in der ersten und der zweiten Liga bedarf es einfach einer gerechteren Verteilung. Und mit der gerechteren Verteilung meine ich einfach, dass die Schere nicht zu weit auseinandergehen darf, weil sonst bist du chancenlos. Da kannst du noch so viel arbeiten, so viel machen, kreativ sein, Dinge gut entwickeln. Du hast trotzdem immer das Nachsehen. Und das wäre sehr, sehr schade. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass gerade nach dieser schwierigen Zeit da ein Umdenken stattfindet. Nochmal nicht damit in der zweiten Liga alle noch mehr Geld verdienen, sondern einfach, dass zwischen erster und zweiter Liga die Schere nicht mehr so weit auseinander ist, dass man einfach keine Chance hat, mehr aufzusteigen und letztlich irgendwo auch, ja, seinen Verein vielleicht dann auch weiterbringen kann durch gute Transfers, durch einen guten Konzept, durch, du hast es ja gesagt, 45 Millionen Miese haben die gemacht. Das sind zwei Etats von uns. Über zwei Saisons, wenn es gut läuft. Ja, ist so. Da sieht man einfach diesen Unterschied. Oder wenn Spieler 10, 12, 15 Millionen verdienen und das im Grunde genommen das anderthalbfache unseres Lizenzspieler-Etats ist. Ja, da rede ich von Trainer, Manager, Spieler, Angestellte. Dann ist das schon eine Entwicklung, die einfach auch nicht gut ist. Eine sehr große Schere eigentlich, ne? Ja, zu groß, leider. Trotzdem muss man sagen, war es für alle jetzt nicht leicht, die plötzliche Zwangspause durch Corona. Wenn man aber jetzt zurückblickt, kann man trotzdem sagen, dass die DFL absolut die richtigen Entscheidungen bezüglich Restart, Zeitpunkt, Maßnahmen etc. getroffen hat. Oder wie ist dein Fazit?
Ja, man muss ja schon sagen, also die DFL sind ja, ist ja schon der Zusammenschluss der ganzen Vereine. Ich glaube, dass wir alle einen guten Job gemacht haben. Dass die DFL natürlich mit diesem medizinischen Konzept dann auch den richtigen Ansatz gefunden hat, sprich sich relativ schnell, aber natürlich auch zusammen mit diesen ganzen Kommissionen, die es ja bei der DFL gibt, sich Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir mit der Politik, mit der Bevölkerung und auch mit den Spielern, den Vereinen das so hinbekommen, dass man das Risiko minimiert, dass ich ja, dass es da positive Corona-Fälle gibt. In der Zeit muss ich ehrlicherweise sagen, das war schon auch eine Zeit, die mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat, weil du da gemerkt hast, dass viele eine ablehnende Haltung zum Fußball haben, sehr viel populistisch gesprochen worden ist, wenig an Fakten orientiert, sondern einfach, da sind doch Millionäre und warum wollen die Fußball spielen, wenn die Kinder noch nicht mal auf eine Schaukel dürfen? Ja, das ist schon schwierig, weil wenn du Geschäftsführer bei so einem Verein bist und weißt, es hängen halt, keine Ahnung, 200, 300 Arbeitsplätze dran und andere erzählen, ob ein Kind jetzt schaukeln geht oder nicht, ist halt, wenn man das richtige Konzept hat und wenn man achtet, dass man natürlich nichts Unvernünftiges macht, sprich, nicht die Menschen in Gefahr bringt, dann fand ich das wirklich manchmal anmaßend und auch unverschämt. Wie da über den Fußball geredet worden ist. Und das hat mich schon echt nachdenklich gemacht. Es gab auch in Zeitungen Aussagen, dass die Funktionäre in den Vereinen komplett einfach an diesen Gefahren vorbeischauen würden und letztlich nur den Profit im Kopf haben. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das auch eine Unverschämtheit war, weil es geht in erster Linie nicht immer nur um den Spieler oder vielleicht auch um die Geschäftsführung, sondern es geht halt einfach um ganz, ganz viele Arbeiter, die in Kurzarbeit manchmal überleben können nur noch oder vielleicht sogar gekündigt werden müssen, wenn es diesen Fußballbetrieb nicht gibt. Und ich fand das ja, ich fand das manchmal unverschämt und auch nicht fair. Rasche zum Rückblick gehört auch, dass wir nochmal zurückschauen auf Regeländerungen, die es zu Saisonbeginn gab, zum Beispiel den Videobeweis, der ja seine erste Saison jetzt in der zweiten Liga hinter sich hat. Thema fair, ich glaube, es ist schon fairer geworden, einige Entscheidungen, aber auch genug Raum für Diskussionen. Wie siehst du auf das erste Jahr zweite Liga Schiedsrichter, Videoschiedsrichter zurück? Ja, also im Großen und Ganzen, also ich bin Befürworter von diesem Videoschiedsrichter, weil einfach, du hast es gerade gesagt, es wird gerechter. Es wird nie ganz gerecht werden. Das ist aber auch okay, weil ich glaube, der Fußball lebt auch von diesen Diskussionen, ja, von unterschiedlichen Blickwinkeln manchmal auch. Und aber ich glaube schon, dass es insgesamt gut war zwischenzeitlich, glaube ich, hat es ein bisschen ja, daran ein bisschen gebraucht zwischen Videoschiedsrichter und Schiedsrichter, dass das ganz gut funktioniert, dass die letztlich irgendwo wissen, wann sie was machen müssen. Aber nochmal, es ist alles noch relativ frisch und ich glaube einfach mit der Zeit wird noch mehr Routine und noch mehr Erfahrung in dem Bereich kommen und es wird sich weiter verbessern und dann wird es nochmal gerechter. Und ich finde schon, dass es im Hinblick gerade so auf Abseitsentscheidungen und so weiter, weil da gab es ja auch mal die Diskussion von Gomez, der dann sagt, ja, aber das war jetzt dreimal ganz knapp. Ja, aber ganz knapp ist halt trotzdem auch Abseits. Ne? Und Ja. deswegen finde ich das schon in die richtige, es geht in die richtige Richtung. Wir dürfen, wie gesagt, bei alledem den Fußball nicht zu kompliziert machen. Aber wenn er ein bisschen gerechter werden kann, dann find ich das gut. Noch ein neues Thema, das jetzt auf den Tisch kam zur neuen Saison, war das Thema Verhalten gegenüber Schiedsrichter. Wir hatten es ja gerade schon das Thema Schiris, aber quasi das, wie tritt der Spieler dem Schiri gegenüber und auch, dass es jetzt gelbe Karten gegen Funktionäre geben kann und rote Karten. Findest du, war das, also solche Anpassungen längst überfällig, auch weil der Profifußball ein Vorbild ist für den Amateursport? Ja, klar sind wir ein Vorbild, aber letztlich das im Amateursport, das hat es vor 10, vor 15, vor 20 Jahren schon gegeben. Ja, das ist nicht gut zu heißen, das ist eine Katastrophe. Aber das alles immer an den Profisport zu orientieren, finde ich auch zu einfach. Na, das ist ein gesellschaftliches Problem auch. Na, da muss man auch mal die Gesellschaft mal in Frage stellen oder muss sich hinterfragen. Und der Fußball ist ja trotzdem auch ein Querschnitt dieser Gesellschaft. Ne? Also Fußballer können natürlich, sollen sie Vorbilder sein und sollen sich auch vernünftig verhalten, aber
ich finde, es gehören auch Emotionen rein. Und wenn man den Fußball liebt, dann ist man emotional dabei. Und dann passiert es halt auch mal, dass man vielleicht auch mal über die Stränge schlägt. Natürlich gehört ein gegenseitiger Respekt dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch, ich finde, da war es in der Regel, wenn man die ganzen Spiele mal alle zusammennimmt, alles in Ordnung. Und da wird auch mal geschimpft und da wird auch mal eine Szene vielleicht dann auch aus der Vereinsbrille gesehen. Gehört ja auch dazu. Ja, gehört auch dazu, ist ja so. Und trotzdem, glaube ich, kann man alles vernünftig regulieren. Aber wenn mit der Emotion oder vielleicht mit dem Schimpfen oder mit dem Nicht-Akzeptieren einer Entscheidung gleich einhergeht, dass du sofort eine gelbe oder eine gelb-rote kriegst oder eine rote, dann finde ich, werden wir irgendwann mal komplett die Emotionen draußen haben und dann wird es dem Fußball auch nicht gut. Weißt du, wie viele gelbe Karten du gesehen hast? Ehrlich gesagt, ich glaube zwei oder drei, aber ich können auch vier gewesen sein. Gibt es da einen internen Strafenkatalog? Ich bin ja auch nicht stolz darauf, wenn ich eine gelbe kriege oder so als offizieller, aber nochmal, ich gehöre auch zu diesen emotionalen Menschen. Ich habe für mich jetzt auch in der Saison ja dann schon die Konsequenz gezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe auf die Tribüne und da bin ich mehr auf der Bank, ja, um einfach dem zu entgehen, dass ich da diese notwendigen oder vielleicht nicht notwendigen Diskussionen mit den Offiziellen habe. Deswegen, es hat mir einfach auch keinen Spaß mehr gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das auch nicht mehr eine gleiche Ebene war wie vor ein paar Jahren noch. Und deswegen ist das jetzt auch gut, dass ich oben bin. Aber nochmal, ich glaube schon, dass ich reflektiere, dass wir reflektieren und dass wir auch Kritik auch zu Recht auch bekommen, oftmals für unser Verhalten. Auf der anderen Seite wäre es schon gut, wenn das Schiedsrichterwesen oder die Schiedsrichter auch reflektieren und vielleicht auch mal über sich nachdenken, wie sie in gewissen Situationen auch dann mit Spielern und Funktionären umgehen. Und meines Erachtens gehört auch einfach ein Verständnis füreinander. Und das ist mir leider in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen, bis auf einige Ausnahmen. Weißt du, was passieren würde, wenn du auf der Tribüne eine rote Karte siehst? Musst du dann komplett aus dem Stadion? Vielleicht kommt das irgendwann auch nochmal. Hoffentlich nicht. Ich glaube, wenn dann auch wieder hoffentlich wieder Zuschauer sind, dann hört man mich sowieso nicht mehr. Jetzt in der Corona-Phase habe ich schon versucht, auch nochmal ein bisschen auch der Mannschaft zumindest ein bisschen zu helfen mit Anfeuerung, mit Klatschen, mit Aufmunterung, weil das doch eine schwierige Situation insgesamt ist, auch für die Spieler. Was die Schiedsrichter angeht, ja, ich glaube, dass sie es sehr einfach hatten. Ja, dadurch, dass keine Zuschauer da waren, hat oftmals auch der Druck gefehlt. Ne? Also den Zuschauer ja auch machen können, indem sie pfeifen oder klatschen oder schreien, ne? Wenn es vielleicht mal eine Situation im 16er gibt, wo vielleicht ein Meter oder das haben sie alles nicht gehabt. Dadurch hat man auch gemerkt, dass viel weniger Fouls gepfiffen worden sind, dass es weniger gelbe und rote Karten gegeben hat. Das hat halt alles einfach mit diesem Druck und mit dieser Emotion zu tun, die da sind, wenn Zuschauer da sind. Ja. Und, natürlich haben die Schiedsrichter auch echt einiges auszuhalten. Ja. Wie gesagt, nicht nur die Funktionäre, Trainer und Spieler, sondern natürlich auch dann die Zuschauer, ja, die dann im Stadion sind. Und deswegen beneide ich nochmal den Job nicht. Ja. Also das ist nicht einfach. Ich würde es auch nicht machen wollen. Aber sie machen es ja gerne und sie sind ja auch Schiedsrichter geworden. Deswegen finde ich, müssen sie sich auch immer wieder hinterfragen lassen, so wie wir uns auch hinterfragen über unsere Leistungen. Und ich hoffe, dass wir einfach da wieder ein bisschen mehr zueinander finden. Das ist das, was ich mir wünsche. Jetzt wurde gestern komplett anderes Thema weg von den Schiedsrichtern hin nochmal zu den Transfers. Gestern wurde bekannt gegeben, dass es zwei Fenster geben wird. Einmal morgen, das dauert nur 24 Stunden. Und dann, glaube ich, ab 15. Juli nochmal, das dauert dann 3 Monate. Was hat das für Auswirkungen auf deine Arbeit? Wie sieht das jetzt aus? Ja, dadurch, dass ich in der Kommission Sport war, ist das für mich jetzt nichts Neues. Wir haben über Wochen und Monate darüber gesprochen, weil einfach noch nicht klar war, okay, wie spielen die anderen Vereine oder Länder ihre Saison zu Ende? Spielen sie nicht zu Ende?
Und es ist natürlich schon wichtig, dass man einigermaßen gerade so mit den Italienern, mit den Spaniern, mit den Franzosen, dass man ein gleiches Transferfenster hat. Dadurch, dass sie aber jetzt alle noch spielen oder vielleicht sogar noch bis in den August reinspielen, war es ja klar, dass wir nicht jetzt im Juli anfangen können, dann Ende August aufhören, weil man hat im Grunde genommen nur bis zu 12 Wochen Zeit, laut FIFA, ein Transferfenster zu öffnen. Deswegen hat man gesagt, okay, für die Spieler, die letztlich jetzt schon einen neuen Vertrag haben oder letztlich irgendwo auch schon, wo der Wechsel feststeht, hat man morgen den Tag, ja, dass sie registriert werden können. Und dann macht man eine Pause von 15 Tagen und dann wird der Transfermarkt wieder geöffnet. Bedeutet das in unserem Fall zum Beispiel mit Anton Stach? Genau, Anton Stach, Dixon Abiyama haben wir ja auch Ja. in Petersdorf, sodass wir die dann ab morgen registrieren können und dann auch, dass sie dann zu unserem Verein oder zu unserem zur Mannschaft gehören. Und dann geht es dann halt die offizielle Registrierung dann wieder ab 15. Juli weiter und wie gesagt bis Oktober. Mit dem Hintergrund einfach, dass man mit den internationalen Vereinen einfach gleicht, dass das Transferfenster öffnet und schließt. Weil die Engländer haben ja in den letzten Jahren auch schlechte Erfahrungen gemacht damit, dass sie das Transferfenster geschlossen haben, freiwillig. Und in Deutschland, Italien, Spanien dann nochmal 2 bis 4 Wochen länger das Transferfenster geöffnet hatten. Also, sie konnten oftmals gar nicht mehr reagieren, ne? Während die Spanier, Deutschen und Italiener noch Spieler verpflichten konnten, hatten die Engländer schon Schluss. Und das hätten sie dieses Jahr auch schon wieder geändert. Also die haben daraus gelernt. Und aber jetzt durch Corona ist ja sowieso nochmal alles nochmal durcheinander gekommen. Und ja. Man muss auch sagen, dass ich weiß ja nicht, ob die Frage noch von dir kommt, dass natürlich, wenn man jetzt auf die neue Saison schaut, dass das relativ kompakt wird alles. Ne? Es wird alles abverlangt, auch was die Taktung angeht der Spiele, vielleicht eine sehr kurze Vorbereitungszeit in der Winterpause auch oder gar keine Vorbereitungszeit, vielleicht auch nur ein paar Tage frei und es geht weiter. Also wir können uns da wirklich auf viel, viel Arbeit und auch auf eine hohe Intensität auch im neuen Jahr einstellen oder in der neuen Saison. Dann streiche ich die Frage an der Stelle von meinem Zettel. Hast du gar nicht. Aber trotzdem musst du ja bestimmt auch mal abschalten. Ist in der Phase jetzt Urlaub drin für dich? Das muss einfach drin sein. Ich muss Ja. ehrlicherweise sagen, ich mache das jetzt echt schon ein paar Jährchen insgesamt als Sportdirektor, Sportgeschäftsführer und wir haben ja auch in der Phase, wo die Pandemie war, wo Lockdown war, haben wir ja echt viel arbeiten müssen. Auch da nochmal ein Dank an Holger, aber auch an euch alle. Da musste vieles letztlich irgendwo, ja, da braucht es Lösungen, da braucht es viele Gedanken, viele, viele Gespräche auch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt gerade auch so an so einem Punkt angelangt bin, wo ich sage, ich will einfach auch mal eine Zeit lang jetzt nichts von Fußball hören. Noch sehen. Ja, ich werde jetzt die Woche noch weiterarbeiten und dann ja, werde ich schauen, dass ich für mich mal eine Zeit lang auch mal zur Ruhe komme und dann vielleicht dann, wenn die Ferien sind, mit den Kindern, mit meiner Frau nochmal auch mal ein bisschen wegfahre, Ja. um einfach wieder aufzutanken, weil es hat echt viel Körner gekostet, auch dieses Jahr wieder oder insgesamt jetzt einfach die 2 Jahre, über 2 Jahre, die ich jetzt wieder da bin. Und das war notwendig. Gott sei Dank ist es alles auf einem guten Weg, aber dafür braucht man halt dann auch wieder Kraft und Energie und die werde ich mir holen auf alle Fälle. Ich glaube, deine Familie wohnt ja noch in Hamburg, ne? Nein? Nicht mehr? Nicht Nee. mehr? Hast du es ja endlich nach Fürth geholt? Ja, nein, wir haben, ja, Hamburg ist echt eine wunderschöne Stadt und wir haben uns da echt sehr wohl gefühlt, sauwohl gefühlt, aber so weit von der Familie entfernt, das konnte ich auch auf Dauer nicht und die Kinder auch nicht und meine Frau auch nicht. Und deswegen sind die seit letztem Sommer eigentlich schon wieder da und da bin ich auch froh drum, weil sonst hätte ich das auch ja in der Intensität so gar nicht durchstehen können. Wie wichtig ist dann Familie für dich, die dir da den Rückhalt gibt? Ja, super wichtig, gerade wie gesagt, in dieser Phase, die ja für alle Menschen schwer war, wo man Kontaktbeschränkungen hatte und so weiter. Und jetzt muss man ja sagen, weiß ich, kann ich ja schon ganz gut einordnen, dass wir schon in einem privilegierten Land leben, aber natürlich ich in meiner Funktion schon auch ein privilegiertes Leben führe. Und
und es uns gut geht, aber wie gesagt, es war sehr wichtig, mit der Familie da auch Zeit zu verbringen und diese Dinge oder diese Schwierigkeiten gut zusammen zu lösen. Und die Unterstützung gerade im Fußball durch meine Familie ist super wichtig, weil, ja, weil alles relativ, ja, es ist halt echt viel, viel öffentlich und zwischen Niederlage und Sieg sind immer 3, 4, 5, 6 Tage und das nimmt einen schon mit, emotional sehr mit, ja. Rashid, das sind für dich gute Aussichten, weil es bald in den Urlaub geht. Für uns geht es jetzt auch endlich in die Sommerpause. Und ja, liebe Kleeblatt-Fans, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Kleeblatt-Call und dass wir euch gut unterhalten konnten und euch auch Einblicke in die Mannschaft geben konnten, obwohl wir uns alle nicht persönlich sehen konnten, leider. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr euch regelmäßig reingeschaltet habt. Rashid, die Mannschaft, soweit ich weiß, Anfang August wieder zurück? Ja, genau. Also die haben jetzt auch ihren Urlaub verdient. Die werden mal die zwei Wochen die Beine ganz hochlegen. Dann werden wir schon wieder anfangen. Also es ist schon auch straff alles, ja. Aber wie gesagt, wir haben einen hohen Anspruch und dann werden die haben sie Trainingspläne. Dann wird auch ein Cybertraining zum Beispiel stattfinden, immer wieder mal, ja, mit unserem Athletiktrainer. Und dann werden wir, so Gott will, alle gesund dann wieder Ende Juli wieder zusammenkommen mit medizinischen Tests und so weiter und natürlich auch dann wieder die Corona-Testung machen. Und Anfang August werden wir dann sehr wahrscheinlich wieder beginnen. Ja. Ich möchte auch, bevor du dann deine Abmoderation machst, auch von meiner Seite aus nochmal mich ganz herzlich bedanken. Einmal ja, bei unserem Verein, der glaube ich, in einer schwierigen Situation, wo alle sehr, sehr eng zusammengerückt sind und echt, finde ich, einen außergewöhnlichen Job wieder gemacht haben. Und da beziehe ich, wie gesagt, euch in der Geschäftsstelle, aber auch die Gremien mit ein, alle Menschen, die auch ehrenamtlich für die Spielvereinigung arbeiten und da auch weiter mitgeholfen haben. Da möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bedanken, auch mal in der Öffentlichkeit. Und natürlich, klar, bei unseren Anhängern, bei unseren Sponsoren und Anhängern, die, obwohl es ihnen vielleicht auch, ja, obwohl es für sie eine schwierige Situation ist, uns weiter unterstützt haben und auch und einfach zu uns stehen. Und das macht letztlich uns alle ein bisschen aus. Und dafür wollte ich auch nochmal ein großes Dankeschön sagen. Und natürlich an unsere Fans, die wir sehr vermisst haben in den letzten Wochen und Monaten, die wirklich, und das hat man auch gesehen durch die ganzen Niederlagen zu Hause, da hat was gefehlt und die Mannschaft hat einfach diese Unterstützung und auch diese Energie auch gebraucht oder hätte sie gebraucht, um vielleicht noch ein paar Punkte mehr zu holen zu Hause. Das ist ein Kompliment an die Zuschauer, die leider nicht da sein konnten bisher und ich hoffe natürlich, dass sich das bald alles ändert und ihr bald wieder bei uns seid. Du hast gerade schon angesprochen, wenn die Jungs wieder da sind, geht es weiter mit den Corona-Testungen. Wie es dann unterm Strich für uns alle aussieht, ich weiß nicht, glaube ich, müssen wir noch abwarten, ob wir wieder vor Ort berichten dürfen, ob unsere Fans wieder zum Training kommen dürfen, wissen wir auch noch nicht, wann das sein wird. Müssen wir alles noch abwarten. Und je nachdem geht es dann nach der Sommerpause vielleicht mit neuen Folgen des Kleeblatt-Calls weiter. Jetzt vielen Dank an euch da draußen erstmal auch für eure Fragen, die ihr fleißig eingeschickt habt. Euch allen eine schöne Sommerpause. Rashid, dir vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Urlaub. Und dann sehen wir uns nach der Sommerpause wieder. Macht's gut. Rashid, danke dir. Ciao, ciao.